Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich mal 10 Tipps für euch gegen Langeweile, natürlich Hobby Horse Edition. Und ich wünsche euch auch ganz viel Spaß bei diesem Video. Aber bevor es jetzt losgeht, grüße ich noch ein paar Leute. Und zwar einmal euch beide, fühlt euch ganz so gedrückt. Und außerdem noch It's Lara Pari Roblox und noch die liebe Lilly Hobbyhorsing. Auch liebe Grüße an euch und jetzt fangen wir endlich an. Und zwar fangen wir auch gleich einmal mit einem sehr offensichtlichen Punkt an. Und zwar könnt ihr natürlich Equipment selber basteln. Da müsst ihr jetzt keine ganze Trense selber machen. Aber man kann natürlich immer Stirnriemen oder Zügel, aber auch hier so kleine Startnummern gebrauchen. Das bietet sich auch echt an. Das kann man so gut wie immer machen. Da braucht man ja echt nur Papier und Wolle dafür. Was auch noch einfach zu machen ist, sind diese Gebissschoner. Dafür braucht man nur Moosgummi oder Papier. Oder natürlich kann man sich auch mal an einem Knotenhalfter probieren. Da gibt es online auch sehr viele Tutorials dazu. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir uns auch einmal unseren Hobbyhausstall angucken. Und auch das ganze Chaos, was da drin herrscht. Und wirklich, es schadet nicht, wenn man den Stall einfach mal aufräumt zwischendrin. Und das kann man gerade an Tagen mit schlechtem Wetter besonders gut machen. Was ich euch da auch empfehlen kann, ist auf jeden Fall so eine Rosettenwand. Meine ist kaputt, deswegen könnte ich die jetzt auch mal neu machen. Aber dass hier quasi so an der Wand alle Rosetten hängen, die ihr bekommen habt. Meine Rosetten liegen hier unten, weil die alle runtergefallen sind. Beim dritten Tipp könnt ihr sehr kreativ werden. Und zwar handelt es sich hier um Trainingsbücher oder so ein Pferdepassbuch. Ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll, aber ich zeige euch das gleich nochmal. Beim Trainingsbuch könnt ihr zum Beispiel eure Hobbyhorses eintragen. Ich habe das Buch jetzt auch nicht selber gemacht, sondern von einer Freundin geschenkt bekommen. Und hinten lasst ihr dann zum Beispiel einfach Seiten frei und schreibt dort quasi über euer momentanes Training und setzt euch Ziele. Bei diesem Pferdepassbuch könnt ihr einfach alle Pferde, die ihr gerade in eurem Stall stehen habt, reinschreiben. Und dann könnt ihr natürlich auch wie hier reinschreiben, wenn das Pferd verkauft ist. Da habt ihr einfach einen Überblick und könnt auch quasi mit eure Einnahmen gleichzeitig mittracken quasi. Falls ihr ein Handy, eine Kamera oder sonst irgendwas habt, mit dem man Videos aufnehmen kann und vielleicht sogar ein Stativ, könnt ihr euch auch selber mal daran probieren, ein FMA aufzunehmen oder allgemein so ein paar Videos zu drehen. Ich finde das immer eine sehr schöne Ablenkung und man hat damit immer was zu tun. Falls ihr auch ein Schneideprogramm habt, könnt ihr das natürlich dann auch schneiden, wie ein echtes YouTube-Video. Auch der vierte Tipp bezieht sich auf sowas ähnliches wie Videos aufnehmen. Und zwar könnt ihr auch einen Podcast starten. Das machen momentan auch relativ viele. Und ist auch eine ganz gute Ablenkung, weil man hat ja eigentlich fast immer irgendwas Spannendes zu erzählen. Und ich überlege auch ganz ehrlich selber einen anzufangen, aber ich glaube, ich habe dafür gar keine Zeit. Tipp Nummer 6 oder 7? Wartet kurz. Okay, es war Tipp Nummer 6. Diesen Tipp sollte man eigentlich sowieso relativ regelmäßig machen, und zwar ist es die Hobbyhorses putzen, denn Feldtrigger wie diese hier sind echt doof und teilweise gehen die auch nicht mehr raus. Also wie man hier sieht, es ist einfach zu spät bei ihr. Super. Aber um das halt bei den anderen Pferden zu vermeiden und damit die nicht ranzig werden, ist es immer mal wichtig, etwas drüber zu putzen, denn sonst sehen die eigentlich auch ganz schnell nicht mehr so schön aus. Deswegen, auch wenn es keine echten Tiere sind, für die Optik immer mal ein bisschen drüber putzen. Jetzt kommen wir aber zu Tipp Nummer 7. Und zwar könnt ihr drin oder auch draußen einfach mal ein paar Fotos von euren Hobbyhorses machen. Falls ihr eine Kamera habt oder Freunde kennt mit einer Kamera, könnt ihr die auch einladen und dann halt mit einem professionellen Gerät quasi die Fotos machen. Oder auch Fotos von euch mit dem Hobbyhorse. Um zum Beispiel an die Boxenschilder noch so Fotos ranzukleben. Das würde ich auch immer schon mal machen. Habe ich aber noch nie gemacht. Aber ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Gerade auch, wenn bei euch bald ein Turnier ansteht oder auch einfach mal so, könnt ihr auch, wenn ihr gerade mal Langeweile habt, worum das Video ja auch geht, logischerweise, könnt ihr natürlich auch mal eure nächsten Trainingseinheiten planen, was ihr wann trainieren wollt. Ich finde, das ist immer ganz gut und
auch relativ wichtig, dass man einfach mal einen Überblick hat, was man noch alles trainieren muss und was man schon gut kann. Genauso gut wie euer Training könnt ihr natürlich auch neue Hobbyhorses planen. Entweder ihr macht wieder mal welche selber oder guckt mal, welche Macher euch so gefallen und guckt vielleicht nach einem Auftragplatz. Ich meine, das ist natürlich auch teurer, als es selber zu machen, aber kann man, gerade wenn einem langweilig ist, zumindest mal planen. Der letzte Tipp bietet sich wieder einmal dafür an, wenn man kurz vor einem Turnier steht. Und zwar handelt es sich ums Einflechten der Pferde. Natürlich kann man es auch für Fotos oder einfach nur zum Spaß mal machen. Aber gerade wenn man bald auf ein Turnier geht, kann man hier wie bei Dobby einfach verschiedenste Frisuren ausprobieren. Da gibt es auf YouTube auch Tutorials zu halt, wie gesagt, ganz verschiedenen Flechtfrisuren. Natürlich kann man es auch einfach mal aus Spaß machen. Gut, vorausgesetzt, man hat ein Pferd mit einer langen Mähne. Nicht so wie ihn. Da kann man nichts flechten. Aber ist ja auch nicht schlimm. Falls man solche Pferde hat, kann man das natürlich immer mal machen. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auch gerne ein Like und ein kostenloses Abo da. Das würde mich sehr unterstützen. Auf meinem Weg zu den 4000 Abos. Mal gucken, ob wir das erreichen können. Und ja, dann würde ich auch schon sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.